Servus, wir sind auf dem Testserver und die neue Reise der Wunder startet seit heute. Ich würde sagen, wir gehen rein. Und als allererstes haben wir natürlich eine Quatschfunktion. Einmal anquatschen. So, dann haben wir jetzt hier rechts einen Gegner und dahinter ist eine Belohnung. So, die Belohnung dann hier unten mit einsammeln und dann geht es weiter ab nach oben. Müsste jetzt ein Boss spawnen, genau. Egal was ihr macht, den Boss könnt ihr nicht besiegen. Nehmt euch irgendeinen blauen Held, Level 1, packt den hier rein, ab geht's. Denn wir müssen verlieren. Sagen die hier auch mit taktischem Rückzug, denn das ist dann unser Endboss. So, weiter geht's. Einmal nochmal mit dem hier vorne quatschen. So, wenn wir das endlich abgekaut haben, ziehen wir den roten Laser einmal nach unten. Und jetzt suchen wir uns den Gegner hier oben. Da gehen wir jetzt hin. So, dann holen wir uns die erste Feder. Die brauchen wir. Jupp. Angekommen. Dann gehen wir jetzt hier nach oben. Können wir den Gegner jetzt theoretisch legen. Auf dem Weg. Ich lasse den aus. Ich habe die Belohnung. Weiter geht's zur nächsten Feder. Die sammeln wir uns jetzt gleich noch mit ein. Und dann suchen wir uns wieder den Anfang, das ist dann hier. Und ziehen den roten Laser wieder einmal nach oben. So, jetzt gehen wir ein bisschen schräg links hoch und suchen uns diesen roten Laser hier. Denn da ist der nächste Gegner, den wir jetzt legen werden. So, dann snacken wir uns hier die Belohnung. Und wir sehen schon hier so leicht rechts, haben wir noch einen Gegner. Den legen wir gleich noch mit. So, Belohnung holen. Und dann gehen wir leicht links runter zu diesem Gegner. Den legen wir. Und jetzt gehen wir noch ein ganz kleines bisschen nach rechts und holen uns den Gegner auch noch mit dazu. Und jetzt gehen wir ein bisschen nach unten. Jetzt haben wir nämlich hier noch einen Gegner. Und den legen wir auch noch. So, Weg ist frei. Einmal die Feder einsammeln. Dann haben wir nämlich die nächste. Fehlen noch drei. Kiste. Einmal einsacken. Dann kriegen wir nämlich den Schlüssel für die Tür hier vorne. So, den Gegner legen. So, damit wir später nicht noch exorbitant rumlaufen müssen, einmal Türchen öffnen und Gegner legen. So, Belohnung einsacken und dann gehen wir leicht nach links. Hier haben wir nämlich die nächste Feder. Die aktivieren wir noch schnell. So, jetzt suchen wir uns auf der linken Seite genau diesen Gegner zwischen dem Nebel. So, dann einmal nach links und die vorletzte Feder aktivieren. Und wir gehen weiter nach oben. Denn wir schieben jetzt einmal den Laser hier hoch. Passt nämlich perfekt. Gleich die nächste Feder einsacken. Damit wäre das Portal offen. Aber das interessiert uns jetzt nicht. Denn wir schieben erstmal das Teil hier hoch. Damit ist der Weg jetzt nämlich schön frei. Wir gehen einmal durchs Portal. So, ich habe euch hier oben mal alles freigelegt. Da ist niemand. Lohnt sich also nicht, das freizusetzen oder freizulegen. Könnt ihr natürlich trotzdem machen. So, wir drücken auf Reden. Scout hier uns hier ein Ohr ab und wir kriegen Talene als Held. Dann einmal wieder zurück. Und wir suchen uns jetzt hier ganz oben den Gegner. So, jetzt könnten wir theoretisch weiter zum Boss. Das lädt gerade. Sehr gut, da war das Internet schnell weg. Und durch Talene können wir jetzt schmelzen. So könnten wir jetzt weiter zum Boss gehen. Das machen wir aber nicht. Wir gehen jetzt hier rüber auf die ganz rechte Seite. Denn wir können jetzt noch Gegner legen. Beziehungsweise müssen wir. Denn das ist so ziemlich die letzte Chance, da jetzt nochmal ranzukommen. Und ja.
So, schmelzen. Ab zum Gegner. So, wenn wir den gelegt haben, gehen wir einmal zu dem Anfangspunkt. Denn wir ziehen uns jetzt einmal das Ding hier runter. Dadurch ist der Laser hier oben nämlich aktiv. Den brauchen wir. Aber als allererstes, wo war's? Genau, hier unten links haben wir nämlich noch einmal einen Gegner zum Schmelzen. So, jetzt holen wir uns den letzten, den hier. Dazu müssen wir einmal hier hoch. Und wir ziehen das hier runter. Ne, das war's falsche. Das hier war's. Genau, damit ist das nämlich deaktiviert. Und wir können uns einmal hier durchmogeln. So, wenn wir das gemacht haben, gehen wir einmal den Weg hier links hoch, da wo ich jetzt hinstehe. Und wir ziehen das Ding hier einmal nach oben. Ich kann es jetzt leider nicht nochmal machen. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Leider. So, und dann ziehen wir das letzte hier auch nochmal kurz hoch. Denn wir wollen ja wieder zum Boss. So, jetzt ist der Weg wieder frei. Und ab geht's. Ich lege mal schnell noch die Gegner und ja, dann hole ich euch beim Boss wieder mit rein. So, der letzte Kampf. Ich nehme euch mal komplett mit. Und schon haben wir sie. Sieht natürlich irgendwie schick aus, ne? So, dann müssen wir uns jetzt noch unsere Belohnung abholen. Die 10 Emblemkarten, um uns Talene zu holen. Machen wir die gleich mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber das sieht nicht danach aus. Was soll's? Ich hoffe, ihr habt mehr Glück. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.